Da ist mir das Spiel jetzt zwischen den Folgen mal nicht abgestürzt. Hoffen wir mal, es läuft jetzt weiter stabil. Können wir den Kornspeicher für Geld fertig bauen? Nee, da warten wir aber mal noch. Ach, wir müssen jetzt eh erst zum Umspannwerk, weil er erst dann die Nahrungsmittelfabrik halt arbeiten kann. Habe ich den Bau schon ausgesetzt? Setzen. Ich möchte mal wirklich, dass mal das gebaut wird, was ich wirklich haben will. Ich hätte ja gerne, dass hier ein Stück Straße hier gebaut wird, aber ich kann nichts priorisieren. Setzen einfach mal alles aus, was wir kürzer nicht brauchen werden. Jetzt reicht, wenn die einen Abschnitt unter Aussätze, dann kommen die Bauleute an die anderen Konstruktionen da eh nicht ran. Warum hat denn der kein Kies? Wieder mit der Kiesproduktion nicht hinterher. Leiden wir jetzt gleich wieder oder überhaupt wieder einen chronischen Kiesmangel? Ich hatte schon mal überlegt, ob ich hier eine zweite Kiesgrube hinstelle. Dann lieber so noch zwei LKWs eine Kiesgrube anfahren, anstatt jetzt vier auf einer. Hier wird jetzt geerntet. Okay, wir brauchen jetzt einen LKW zum Abtransport. Ja, was für einen LKW nehmen wir denn? Vielleicht doch schon etwas größerer sein. Beziehungsweise so ein mittelgroßer vielleicht. Immer guten alten DDR-LKW. Oder einen aus heimischer Produktion. Eine doppelte Sattelschlepper brauchen wir nicht. Nehmen wir den hier. Wird er ja auch nicht so schnell verrotten. Die Tonne dann auch nicht. Wenn hier 136 Tonnen gelagert werden können. Aber dann ist dann noch nicht auf alles andere fertig. Nein, das hier muss auch nicht gebaut werden. Zumindest jetzt nicht. Das Stück brauchen wir, sonst geht die Straße hier nicht. Ja, wahrscheinlich könnte ich jetzt auch ein zweiter Mähdrescher kaufen, aber. Nee. Jetzt ziehen wir mal wieder ein bisschen den Export, bis wir da ein bisschen mehr Kohle hier auf Halde haben. Ja, so viel mehr kann ich dem Konstruktionsbau eigentlich gar nicht mehr geben. Wir haben nur noch drei Plätze für Fahrzeuge. Und
da ein zweites bauen. Das will ich aber nicht. Das ist halt so ein bisschen ein Nachteil, wenn man alles selber machen will. Es stürzt schon wieder ab. Woran liegt das? Liegt das an der Aufnahme? Die ganze Zeit davor nicht gehabt. Ich habe ja auch kein neues Update. Ich habe hier auch an meinen Einstellungen nichts geändert. Die gleiche Festplatte, auf die die Videodateien kommen. Für die Max-Fabrik bräuchte man wieder die 100.000 Rubel. Ah, dann hat man mal 40.000 für den Crown-Speicher. Ah, die Werksanbindung sieht ja fast vernachlässigen. Ich hatte ja, genau, hier ist er. Der beliefert ja primär die Zementfabrik. Du wirst aber jetzt auch Kohle ins Kohlekraftwerk bringen. Dann lassen wir hier mal eben halt im Zementwerk. Wir haben eine wirklich eine gute Überproduktion. Wenn wir einfach mehr Strom exportieren, damit wir noch ein bisschen mehr Geld reinkriegen. Wieder ein neuer Boss. Einunddreißig Leute. Na, da könnt ihr zumindest auf den Linien der Mikrobusse fahren. Wird dieses Feld ja auch bewirtschaftet. Wie wird das dann wieder sein? 40 Tonnen? Ja, fast.
Da kann man dann ja für die mittleren Felder mit 40 Tonnen Heide rechnen. Werden jetzt hin. Achso, tanken, das ist leer. Jetzt spritzt hier was. Sollte man eventuell nachkaufen. Sieht mit Sprit aus. Geht noch. Wie ist überhaupt die Entwicklung? Weiter gut nach oben. Jetzt haben wir bei der Bevölkerung fast wieder Zustand wie vor dem großen Absturz. Der Arbeiter steigt weiterhin an. Also eigentlich habe ich ja genug Leute, die Lehrer werden können. Machen wir irgendwie zu wenig. Ich werde vielleicht einen zweiten Kindergarten bauen. Und fährt der Trecker dann jetzt gleich durch zum nächsten Feld? Hallo? Hallo? Bleibst du wohl hier? Ja, der muss noch nicht tanken. Okay, wir sind jetzt bei dieser Straße. Okay, bei der sind sie erst. Ach nee. Nein, doch bei der hier schon. Okay, dann kann hier ja der Bau ausgesetzt werden. Dann kriegen wir ja schon sehr bald das Umspannwerk. Und dann bauen wir hier die Fabriken. Ja, sollt ihr vielleicht doch für den Transport von dem Bretter am zweiten LKW kaufen. Der Große kommt nicht hinterher und jetzt muss er auch noch tanken. Was man denn da alles für LKWs? Wir brauchen dafür einen Aufwendnehmer. Kann ich da die irgendwie einen von den einen ganz großen Rollen. Und bin ich dafür gerade ein bisschen zu geizig. Kiesmangel im Zementwerk. Wir haben gerade chronischen Kiesmangel. Wird sogar beladen, wenn kein Bagger da ist. Also das kann doch echt nicht so gewollt sein. Doch bestimmt ein Bug. Könnte ich halt daneben dann und Kiesgrube bauen. Das ist natürlich zu fucking spannend. Ich habe gerade einfach zu wenig Kies.
Panzerfunkbau. Ach, das übliche mal wieder. Wie viel kostet das in Geld? 228. Mal sehen, ob sich das hier auch so platzieren lässt, dass dann gleich hier ein schöner Straßenabschluss ist. Ah, offenbar ist gerade mein Stream abgestürzt. Zumindest sagt mir mein Dashboard gerade, dass ich offline bin. OBS sagt gerade auch, dass er gerade nichts mehr übermittelt. Aber gut, dann macht er nichts. Für die auf YouTube ist ja alles kein Verlust. Das Ganze hier bunter, blink blink. Auch gerade nicht so ideal, vor allem wenn es auch noch dunkel ist. Das können wir ruhig mit Geld bauen. Okay, Stream ist wieder da. Zumindest für die Leute, die halt im Stream zu gucken. Qualität der Quelle 44%. Ist ja doch nicht so ideal. Immer keine Arbeiter hier. Ich werde jetzt nämlich auch kein Fahrzeug holen. Den jetzt einfach mal umlenken auf die andere Kiesgrube. Und dann löschen wir den halt hier. Vielleicht kann sogar einfach ein bisschen effizienter der Bruchstein geliefert werden. Hier ist absolut nichts. Oh, oder mit ein bisschen was beladen. Okay, kommt mal ein Bagger. Wir beladen ein bisschen mit dem, was die Arbeiter hier halt produziert haben. Ich will jetzt eigentlich keinen von den teuren kaufen. Mehr Leistung, aber macht es überhaupt einen Unterschied? Weder wird jetzt ganz normal befüllt. Sollte eigentlich passen hier drei auf die eine. Kann ich hier jetzt noch dann LKW kaufen? Auch alles Kipper, ich brauche. Aber gerade ein bisschen zu geizig eigentlich. Man hat hier gerade 0 Tonnen Kies gebracht. Oh, jetzt haben wir ja reichlich Kohle. Aber dabei, was? Wir wollten ja die Exporte erhöhen. Da geht das Geld hier ganz gut hoch. Also gut, kaufen wir noch einen Kipper.
so einen mittelgroßen. Zu den rein. Über den hier. Noch Start, Stopp, Start. Jetzt hier nochmal alles präziser. Ja, wenn wir hier wahrscheinlich zu viele LKWs waren, dann wird sich das hier wieder stauen. Und wenn sie hier bloß entladen wollen. Ich kann natürlich auch jetzt einfach mal das Zementwerk kurz stilllegen. Das werde ich jetzt nur damit machen, indem ich die Zement-LKWs, hier ist der eine, andere ist eh schon stillgelegt. So, du fährst ins Depot. Ist Kohlekipper. Ist der Kieskipper fürs Zementwerk. Die darfst du noch beliefern. Und dann gehst du auch ins Depot. Ach, ich glaube, er hat zwei. Doch, das noch. Du gehst ins Depot. Du gehst ins Depot. Ob der Zementwerk jetzt nicht mehr beliefert. Und dann wird der Kies jetzt nämlich nur für die Bausachen drauf gehen. Ah, die beiden Felder werden ziemlich gleichzeitig erntereif. Würdet ihr dann noch einen zweiten Mähdrescher kaufen? Wenn man so bedenkt, ist ja doch mittlerweile eigentlich recht viel Verkehr auf den Straßen. Zwar eigentlich irgendwie nur LKW und Busse, aber sind doch recht viele mittlerweile. Der Rohstoffspeicher doch so langsam voll. Vielleicht sollte ich danach dann auch mal die Ziegelfabrik angehen. Auch da drin nur Kohle, oder? Ja, braucht doch Kohle. Wenn wir das dann haben, dass wir jetzt hier mal Essen selber produzieren. Besser wird da mal wieder ein bisschen was fürs Volk tun. Warum sind denn hier kaum Lehrer da? Ich hab doch hier. Na gut, könnte dann ein bisschen mehr sein. 8 Leute mit Unibildung. Steigt die Leiter ohne Bildung ja dramatisch an. Ah, Zahl der Arbeitslosen steigt auch tendenziell eher an. Recht schnell dann für Glück fertig kriegen. Beziehungsweise erstmal das Umspannwerk. Und 1000 Rubel. Na gut, ist auch nicht so viel, was fehlt. Haben wir nochmal 10% drauf.
Mal wieder nachgucken, wie es mit dem Sprit aussieht. Und jetzt werde ich alles immer noch kontrolliert manuell kaufen. Oh, hier kann ich jetzt komplett dicht machen. Jetzt haben wir ja wieder gut Kies. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich dann jemand eine Rohstoffspeicher hinsetze. Ich hatte ja ursprünglich geplant, dass ich hier noch eine Beladestation dann baue, aber eventuell wäre ein Rohstoffspeicher mir besser gesetzt. Immer noch ein gutes Zwischenlager haben. Muss man bitte alles hier angeliefert. Also jetzt hält das Spiel wieder eine Weile. Und seit einer Weile. Ist aber wirklich, warum nicht jetzt diesen Arm zu viel abstürzt? Ne, guck mal, 6 Tonnen Kies. Genau so viel, aber noch ein bisschen weniger. Oh, das Umspannwerk. Müssen wir am Ende dann eh mit Geld fertig bauen. Warum hat denn der hier nichts ausgeladen? Was stimmt denn mit euch Leute nicht? Nur zum Geld fertig. Hier hätte ich gerne die Bretter geliefert. Zuordnen. Genau, einen offenen haben sie ja. So kostet das Ganze 1.100. Mit den Brettern können wir vielleicht den Preis ein bisschen drücken. Gleich ist wieder Erntezeit. Ja, hier steht's ja, Ressourcen auf der Baustelle. Das stand da jetzt nicht. Aber die LKWs hatten ja beide Rohstoffe. Sollten sie ja nicht rausschmeißen. So, hier kommt der LKW mit den Brettern. Kommt er angebrettert. Warum hat er jetzt nicht die vollen 5,1 Tonnen gebracht? Ach, was soll's. Hat Stromversorgung. Dann können jetzt hier die Baus fortgesetzt werden. Ja, und da fehlt jetzt auch ein bisschen das Geld vom Zementexport. Gut, wenn wir jetzt so viel Kies auf Halde haben, dann könnt ihr jetzt erstmal wieder losfahren. Wir können jetzt auch schon mal wieder losfahren. Also es ist ja schon recht viel Micromanagement, wenn man für jeden LKW einzeln eine Route erst angeben muss, wo ihr über anhält, was einlädt oder ablädt. Das auch für jeden neuen halt wiederholen muss. Und man ist halt dann wieder mal halt noch ein Klick, gut, lass es zwei sein, wenn man die kurz stilllegen will. Dann noch eine weitere, wenn sie wieder losfahren sollen. Ja, jetzt müssen ja hier noch Arbeiter wieder rein.
Na, muss dann erstmal wieder welche mit dem nächsten Bus kommen. Ich weiß wirklich noch nicht, wie ich das hier machen soll. Ich brauche eine größere Bushaltestelle. Ich habe aber auch keine Lust, hier so viel umzubauen. Da wird geerntet. Das ist auch bald Erntezeit. Ja, wenn wir Asphalt hatten, können wir zumindest die Vorarbeiten machen. Wir brauchen 104.000 Rubel. Können wir das jetzt mit Strom also stark beschleunigen? Ja, ob wir das nötige Geld zusammen haben werden, gucken wir in der nächsten Folge. Mit in der Pause einfach mal sehen, wie lange ich hier 100% des Stroms exportieren kann. Also, bis gleich.